Achtung, Lebensgefahr. Sämtliche Messungen und Arbeiten dürfen nur von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Primäre Aufgabe ist es jetzt im Prinzip, die Motorleistung des Antriebes auf einem Rollenprüfstand zu prüfen, in Abhängigkeit des Phasenstromes. Dazu müssen wir im Prinzip hier den Deckel der E-Box öffnen. Haben wir hier die drei Phasen, 1, 2 und 3. An diesen Phasen wird jetzt eine sogenannte Stromzange adaptiert. Stromzange liefert eine proportionale Spannung zum Strom. Berührungslos. Dieses Signal gelangt über ein digitales Aufnahmesystem in einen handelsüblichen Rechner. Ich lege jetzt mal die sogenannte BNC-Leitung, die ist also außen geschirmt, innen ist die heiße Ader, weil hier in dieser E-Box entsprechende HF-Einstreuungen sind und damit das Signal möglichst sauber ist. Jetzt schauen wir nach vorne. So, dieser BNC-Übergang, so nennt sich der, gelangt dann auf ein digitales Messsystem, was im Prinzip zwei Kanäle aufnehmen kann und dazu noch einen externen Trägereingang hat. Diese Verbindung geht über zwei USB-Schnittstellen, weil der Datendurchsatz sehr hoch ist, und wird dann auf dem Rechner dargestellt. Wir machen den mal eben etwas größer. Messung wird gestartet. Der Phasenstrom ist 0, die Geschwindigkeit ist 0. Die Geschwindigkeit wird jetzt erhöht, der Phasenstrom steigt. Die Amplitude wird größer. Wir sind jetzt bei 30 km/h, 40, 50, 60. Ich habe jetzt das Bild eingefroren, um abzulesen, wie groß der Spitzenstrom ist, den die Phase aus dem Lithium-Akku gezogen hat. Die Stromzange ist kalibriert mit 2 Volt pro 200 Ampere. Ich habe jetzt hier zwei Kästchen bzw. 4 Volt, das heißt, die hat also jetzt bei diesen Spitzenwerten 400 Ampere aus der Lithium-Batterie gezogen. Zum Zweck der Dokumentation wurde die Leistungsmessung mit einem XY-Schreiber zeitsynchron aufgezeichnet. Man erkennt deutlich die am Rad abgegebene Leistung und die erreichte Fahrgeschwindigkeit.